Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Neighborhood Barbecue. Wir bereiten heute für euch vor eine Silvester-Partysuppe. Silvester steht vor der Tür, da kommen immer Gäste und die muss man natürlich gut beköstigen und deswegen machen wir das heute. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. Wir haben hier gemischtes Gulasch von Rind im Schwein. Wir haben etwas Mett, ebenfalls gemischt. Wir haben hier geräucherten Speck, dann geschälte Tomaten und dahin kommen die anderen. Hans, was haben wir noch? Dann haben wir ein bisschen Petersilie, dann haben wir eine Chili-Soße, eine Schaschlik-Soße, ein bisschen Chili-Pulver, Cayenne-Pfeffer, ein bisschen Sahne, dann drei Paprika, rot und gelb, eine ist so ein bisschen orange, das passt aber trotzdem, und zwei Gemüsezwiebeln. Das ist auch schon alles und ich schlage vor, wir verlieren keine Zeit und fangen direkt an. Genau, fangen wir mit dem Schnibbeln an. Ja, wir sind schon umgezogen in die Kota. Wir haben alles klein geschnitten. Man sieht hier vorne die Zwiebeln. Da hinten in der blauen Schale sind die Paprika, die haben wir gewürfelt. Der Speck hier vorne ist auch in kleine Würfel geschnitten worden. Wir haben noch ein bisschen Pflanzenöl, das nehmen wir gleich zum Anbraten. Das hatten wir vergessen zu sagen bei den Zutaten. Und auch Salz und Pfeffer sind noch dazugekommen. Also nicht, dass ihr euch wundert, die haben sich nicht dazu gemogelt. Nein, die braucht ihr selbstverständlich auch noch. Ja, eine große Aufgabe haben wir noch, und zwar haben wir hier ein Behältnis, eine Schale. Da kommen jetzt ungefähr so 400 Gramm von diesen Tomaten rein, den geschälten. Ungefähr die Hälfte. Boah. So. Dann kommt die Schaschlik-Soße mit dazu. Die Chili-Soße. Und natürlich die Sahne, davon ungefähr so 200 Gramm oder Milliliter besser gesagt. Die stückigen Tomaten, die könnt ihr mit einer Gabel so ein bisschen zerdrücken und zerkleinern. Und dann wird das alles schön miteinander vermengt, bis so eine richtig schöne, ja ich sag mal orange, homogene Masse entsteht. So, die Masse sieht jetzt richtig schön orange aus. Genauso soll die aussehen. Jetzt nehmt ihr euch ein bisschen Cayenne-Pfeffer und packt den damit rein. Ihr könnt auch noch ein ganz paar Chiliflocken nehmen. Das sorgt nachher für eine angenehme Wärme am Ende. Das macht ihr natürlich nach eigenem Gusto. Dann wird das alles schön mit verrührt. Und am Ende schmeckt ihr das ganze Ding noch mit Salz und Pfeffer ein bisschen ab. Und wenn ihr das für gut befindet, je nach Schärfegrad, dann seid ihr damit auch fertig. So, und jetzt kommt gleich Horst mit dem AZK. Und dann wird es richtig heiß. Es ist soweit, der Feuermann kommt. Ich gebe es erstmal alles auf eine Seite. Oh, herrlich. Das Öl im Topf hat sich erhitzt, man sieht so eine leichte Rauchwolke. Wir fangen jetzt an und braten das Mett, den Speck und die Zwiebeln alles auf einmal an. Das Ganze so für 2 bis 3 Minuten etwa. Ja. Circa 3 Minuten sind jetzt rum. Die Zwiebeln sind schön glasig geworden. Jetzt kommen die anderen Zutaten hinzu. Also, einfach das Gulasch da rein. Komplett. Den Paprika da oben drauf. Auch komplett rein. So. Jetzt rühren wir einmal ganz kurz ein bisschen. Oh, das sieht gut aus. Das ist echt spitze. Das riecht vor allem von der Klasse. So, und last but not least kommt jetzt das, was Hans zusammengemischt hat, ebenfalls einfach oben drüber. Eieieiei.
Oh, Hans, da kannst du die Schüssel auslecken. So wie früher beim Backen als Kinder war. Das war auch toll. So, das ist okay so. Jetzt drehen wir uns einmal ganz Kopf rum. Dann wird gleich die Hitze etwas reduziert, damit uns nichts anbrennt. Und dann kommt der Deckel drauf. Oder kommt vorher drauf. Und dann lassen wir es für circa 2 Stunden einfach vor sich hinschmürgeln. Und dann sehen wir uns in circa 2 Stunden wieder. Ein Teil für eine Stunde rum. Wir gucken jetzt mal rein. Oh ja, es dampft gut. So, jetzt nehmen wir den Deckel ab und lassen das noch ein bisschen einreduzieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder danach. 2 Stunden sind jetzt rum. Wir haben die letzte Viertelstunde den Deckel abgenommen. Das ist ein bisschen einreduziert. Man sieht es auch. Es riecht fantastisch. Und jetzt kommt das absolute Finale. Wir gehen rein zum Essen. Wir sehen uns gleich beim Tellerbild wieder. So, jetzt rühren wir noch mal ganz kurz um und wie ihr seht, es ist wahnsinnig schlotzig. Es riecht vor allen Dingen absolut super. Guckt euch das an. So. Na, wenn das nicht was für einen Magen ist, dann weiß ich es auch nicht. Und es riecht hervorragend. Gut, jetzt machen wir ein Tellerbild und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht einen guten Appetit. So, nach einem gelungenen Essen, muss man sagen, bleibt uns jetzt nur noch die Zeit für das Resümee. Und ich schlage vor, Hans, fängst du an? Ja, gerne. Also für mich war der Silvester-Partytopf richtig schön. Der war hundertprozentig. Das mit dem Cayenne-Pfeffer ist super aufgegangen. Es war eine schöne, angenehme Schärfe. Das könnt ihr natürlich nach eigenem Gusto variieren. Ich fand es auf jeden Fall super geil. Man könnte natürlich ein bisschen mehr Fleisch reinmachen. Kann man immer, das geht definitiv, immer. Ja. Aber wirklich dazu ein schönes, krosses Brot. Ein bisschen Reis wäre geil oder Nudeln, alles mögliche könnt ihr verwenden und absolut partytauglich. Und wenn ihr die Menge, das war jetzt ungefähr so 6-7 Teller waren da drin, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt für mehr machen, dann verdoppelt einfach die Zutaten, die ich euch unter das Video schreibe und dann passt es. Ja, dem was Hans sagt, ist eigentlich nicht mehr beizupflichten. Wie gesagt, mit der Würzung könnt ihr variieren. Wie gesagt, ich bin so ein Knoblauch-Fan, man hätte natürlich auch ein bisschen Knoblauch zutun können, war aber im Rezept auch nicht so vorgesehen, deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Es war absolut super und was für mich der absolute Knaller ist, dann ist schnell geschnibbelt, schnell angesetzt und dann setzt ihr euch 2 Stunden hin, klönt mit euren Leuten und dann ist die Suppe fertig und dann gibt es was Nettes zu essen. Also ich kann nur sagen, zum Nachmachen empfohlen, Leute, absolut super. Mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Ja, außer. Prost. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Oder noch besser, ihr abonniert unseren Kanal. Aber einen freundlichen Kommentar freuen wir uns auch drüber. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.